die haben sich verstärkt, unter anderem mit dem großen ungarischen Star und Weltenbummler Lajos Tetary. Das ist der große Auftritt von Tetary. Und der Ball ist im Netz! 1988 deutscher Cupsieger mit Eintracht Frankfurt. 1989 Riesenjubel um den 61-fachen ungarischen Teamspieler in Griechenland. Zuschauerschnitt bei Olympiakos Piräus 70.000. Und auch in Italien liegen die Tifosi dem Weltklassemann zu Füßen. Zuletzt Begeisterung in der Schweiz bei Xamax Neuchâtel. Von dort der Weg in die niederösterreichische Landeshauptstadt. Ich würde nicht heute Zentrum wie zum Beispiel in San Siro spielen. Der Unterschied zu San Siro mit freiem Auge erkennbar. Fehler auf der einen, Fehler auf der anderen Seite. Und VSC-Leiner St. Pölten-Trainer Hubert Baumgartner sieht eine dominante Gastmannschaft. 1:0 für Steyr in der 32. Spielminute. Torschütze per Kopf Rumen Balinski, ein 28-jähriger Bulgare aus Sofia, vom Trainer Dolfi Blutsch geholt. Und der Bulgare bedankt sich bei Blutsch. In dieser Tonart geht es weiter. 45. Spielminute. Der kleinste der Steyr-Mannschaft, Nikica Pavlik, ein Kroate vom Landesligisten Traun, und 2:0 für Vorwärts Steyr. Küsschen für die mitgereisten Steyr-Fans. Und die Spieler von St. Pölten mit dem Kopf bereits in der Kabine. Plötzlich ist Markus Hubig frei, auch eine neue Werbung vom Landesligisten Micheldorf, und Halbzeitstand 3:0 für Steyr. Wir sind bereits in der zweiten Spielhälfte. Kurz Lajos Tetary im Bild. Das ist Kircher auf der rechten Seite. Setzt sich da einmal durch. Eigentlich die beste Möglichkeit von St. Pölten in diesem Spiel. Vorwärts Steyr gewinnt nach 42 sieglosen Bundesliga-Runden in St. Pölten mit 3:0. Und die St. Pöltener so in Form wie die Flutlichtanlage. Ja, also Steyr kann doch noch gewinnen. Erfreulich für die Oberösterreicher. Spiel 6 auf dem Totoschein, also Tipp 2. Und damit kommen wir zu den gesammelten Ergebnissen. Gerersdorf Favoriten AC, das haben wir gesehen, 2:0, St. Pölten Steyr 0:3. Haben wir auch gesehen, Wattens gegen Kufstein, das Tiroler Derby 3:0. TSV Leoben gegen Mödling 4:2. Weiter geht's mit Stockerau gegen Vienna 1:0, also ein Dämpfer für die Vienna. Casino Bregenz gegen Flavia Solva 1:0, Spital Braunau 1:1 und Hartberg gegen Lustenau 0:1. Die erste Tabelle in der zweiten Division, natürlich noch ohne Aussagekraft, an der Spitze jene Clubs, die gewonnen haben. Steyr der erste Tabellenführer, und so sieht es am Tabellenende aus. Damit kommen wir zum Totoschein, Extra Toto, und der hat folgendes Aussehen. Spiel 1 0:0 Tipp X, Spiel 2 1:2 Tipp 2, Spiel 3 0